Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Da ist doch irgendwas nicht richtig. Nein. Das ist mir zu riskant. Spielt leise Michael Jackson Musik. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, ob das Thriller war oder Billie Jean. He's out of control. Nee. Können wir nicht riskieren, Leute. Ich lasse hier jetzt keinen raus, der sich nicht unter Kontrolle hat. Der ist mehr ein Hindernis als eine Hilfe. Ich würde hier Ziele anzeigen. Aber ich drücke einen Haufen Q und es kommen keine Ziele. Ich würde gerne meine Ziele sehen. Mist. Werden sie hier angezeigt? Nee. Gut, dann müssen wir mit bestem Wissen und Gewissen versuchen, so vorzugehen. Ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob das schlau ist, die Gefangenen zu befreien. Ich würde sie jetzt echt da lassen. Kleidung wieder beschaffen, okay. Na gut. At least they didn't destroy that. Ja, sorry, Leute. Sie blenden die Umziehsequenz leider aus. Ja, ich bin mir sicher, er ist jetzt viel unauffälliger als vorher. So. Discount James Bond Theme. So ein bisschen, ne? Wir haben herausgefunden, dass ein Werwolf im Gefängnis war. Beryl Underwood den Feinden überlassen. Alle meine Habseligkeiten gefunden. Wir haben alle verdächtigen Gegenstände gefunden und einen Resonanzbonus für Beherrschung eingeheimst. Wir hätten einen anderen Ausweg finden können und Beryl Underwood verzeihen und ihn befreien können. Aber wer hätte das gewollt? Was wäre das für ein Leben gewesen, in dem wir Beryl Underwood verzeihen? Und ein Kleinkind hat unseren Geist bezwungen, um nicht mit uns reden zu müssen. Da haben wir uns ganz aktiv für entschieden. Das ist aber okay. Nach einem gescheiterten Hacking-Versuch muss MM eine Möglichkeit finden, auf den Hauptspeicher der Basis zuzugreifen. Das geht nur, wenn sie das Nervenzentrum des Netzwerks erreicht. 75 Erfahrung reicht wahrscheinlich im Disziplinbereich für nix Ordentliches, ne? Richtig. Könnten verhindern, dass der Gegner sich auf eine Fertigkeit konzentriert. Nö. Dann lieber hier. Hundert. Könnte ich
ich pack mal einen Punkt in Sicherheit, weil wir dann überhaupt auf einem Niveau sind, wo wir vielleicht irgendwo ankommen, wo es Sinn ergibt. Dito-Technologie? Ja, lieber Rhetorik anwenden. I'm almost there. The elevator should be around here somewhere. Unser Hunger wurde sinnvollerweise nicht zurückgesetzt. Kenske hat missgebaut, beziehungsweise hätte mindestens noch befohlen, ihm die Pizza zu bringen. Ja, Retri, eine Pizza in den Knast, ganz genau. So wird's aussehen. Hier ist der Engineering Wing, da ist wahrscheinlich zu. Ja. Schrei mich nicht an, MM, ich kann da nichts dafür. Hier geht's. Gucken noch einmal hier vorne, aber das ist wahrscheinlich auch. This is a waste of my time. Genau. Shit. The elevator. Now I just need to take care of the guard. Bowen, I'm in the hall. No matter what happens, don't leave L4. Roger that. I've got the elevator. Nothing will happen to you. But your men, they're. Just focus on what you're doing. We need to know if our systems have been compromised or not. I'm working on it. Well, stay in contact. Call me if you have any problems. Roger that. Wir müssen in den Raum. Essen Wachleute etwa keine Pizza? Scheinbar nicht, nein. Wir müssen in den Raum rein. Das klingt nämlich danach. I should be fine. Just try and stay out of my way. Just following orders. Do you think it will take long? We'll see. Das klingt danach, als wäre das eine IT-Dame. Lesen. Hallo Mark, wenn du ein manuelles Reinigungsprogramm startest, vergewissere dich zunächst, dass die Büros leer sind. Es ist ziemlich laut und ich habe schon Beschwerden deswegen bekommen. Ich will nicht, dass das nochmal vorkommt. Zögern Sie nicht, wenn nötig, zurechtzuweisen, damit Sie aufhören, an unseren Einstellungen herumzupfuschen. Der Schlüssel zum Kontrollpanel befindet sich in dem Schrank im Technikraum. Wird schon einmal letztens ein Witz weg. Die Befehlshaber von Wachen werden auch Wecker genannt. Ist das so? Okay, Floorplan. Ich habe das Gefühl. Rowan, is everything okay? Yeah, fine. Das Gelaber. Wir sind hier oben, da ist die Fluchttür, da geht's in den Schacht. Wir könnten also vermutlich auch die Wache umgehen. Oder wir können da wahrscheinlich irgendwo runterspringen, wenn wir vorher die Offices leeren. Was ich an sich gut fände, da sind nämlich möglicherweise mehr Infos und da ist der IT-Room, wo sie drin ist. Eigentlich hätte ich den IT-Room gerne. Hier ist nach unten sehen. Sehen ist ja erstmal okay. Are you almost done? I'm doing the best I can. This looks like a departure. Oh. This looks like a departure. This looks like a departure. Da kann man offensichtlich, wenn man da hingeht, mehr rausholen. Welche Farbe nutzt man gewöhnlich in einem Schacht? Matt. Okay. A safe. Huch. Sir, you're being hunted. Da kommt ein Keks reingekrümelt. Hallo Keks, dankeschön für deinen Raid und willkommen. Hallo auch, das ist Daniel Front, richtig? Hallo Daniel Front. Und da ist Wischenka, hallo. Schön, dass ihr reinschaut. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, willkommen wir bei Vampire the Masquerade Swansong.
Und es ist immer noch großartig und spannend und überhaupt Entscheidungen über Entscheidungen. Wir haben gerade einen Werwolf freigelassen. Das beißt uns garantiert noch in den Hintern. Entschuldigung. Mal gucken, ob mein Bot gleich noch shoutoutet, sonst mache ich das nämlich gleich noch. Erzähl mir aber doch mal, Keks, wie war's? Ich versuche mich zu erinnern, was du gestreamt hast, aber ich glaube, ich hab's nicht mitgekriegt. Ach, da oben, Keks. Cult of the Lamb habt ihr gespielt. Cult of the Lamb ist großartig. Ja, 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 ja. Ich kenne nur Auszüge. Ich will mich nicht spoilern, weil ich es vielleicht auch noch spielen will. Aber das sieht großartig aus. So, was war das hier? It's too small for me to read from here. Okay, ich fürchte, das können wir jetzt nicht machen. Wir können damit Ausbacks lesen, aber wir haben nicht genug Blut dafür. Und da ist ein Safe. Hat mit Lex zu kämpfen gehabt. Ach, blöd. Aber stimmt, du hattest die letzten Tage schon Internetprobleme, ne? Ich erinnere mich. So, das Problem ist, wir können sie hier ausschalten. Aber die redet ja andauernd mit dem Wachmann da vorne. Deswegen scheue ich ein bisschen davor zurück, wenn ich ehrlich bin. They're monitoring all communications. The court was right to outlaw phones. Das ist das Problem, weswegen überhaupt die zweite Inquisition aufgekommen ist, ne? Weil die Vampire im Internet aufgefallen sind. Okay, wir brauchen hier einen Schlüssel für. Wo ist der Schlüssel? Schrank im Technikraum. Also im IT-Room. Scheiße. Keks macht vor jedem Stream eine halbe Stunde den Test-Broadcast an, um zu schauen, ob das laggt. Ja, ja, das ist natürlich bitter. Ich sehe dann aber nicht, wenn wir sie jetzt ausschalten. Wofür brauchen wir dann das Reinigungsding? Ja, na was hilft's? Dann, wir können die ganze Sache, glaube ich, auch links liegen lassen, ne? Und hier einfach in den Shit. Elevator-Shaft gehen. Nach unten sehen ist okay. This goes too high, even for me. Okay, wir können also nicht einfach den Schacht runter. Was haben wir hier? Da ist der Schlüssel! Sehr gut. Das meinte sie mit Technikraum. This is a waste of my time. Ja, weiß ich doch. Ich finde es schön, dass hier ausnahmsweise Caution Work in Progress, klar. Weil hier die Floorboards auch raus sind. Okay, I see. Gut, so kriegen wir die Dame dann nämlich aus dem Labor, aus dem Büro. Leute, wir brauchen so dringend was zu essen. Öffnen. Inspizieren. Nothing. Must be broken. Annual Cleaning Routine. Na dann, E4. What's that sound? Probably the fans. Sometimes the cleaning system comes on at night.
Mm-hmm. Well, keep doing what you're doing. Okay. Hey, you know if the system can be triggered manually? I'm a computer scientist, Hogan, not a technician. Just answer the question. Probably. Why? That's what I was afraid of. I'll secure the area. You better hurry. What? Why? We've got company. Echo to November. I need backup in F sector. November to Echo, what's your status? Hostile intruder detected. I secured the area. Copy that. I'm sending over a team. Secure the elevator. Copy that. Ruin, we gotta move! Ruin, we're falling back to the elevator. Now! But I'm not done! Too bad. We're out of time. Drop the program and get your ass to the elevator. Coming. Okay. Wir haben zwar... Stay close to me. I'll cover you. Wir haben zwar den Verlust des Ziels beseitigt, die Wache kassiert. Aber ich glaube, das ist netto ein Gewinn. Sarge. Nothing since my call. What about the engineer? Rowan, was it? Were you able to finish your analysis? I didn't have enough time. Your assignment is our top priority. We'll stand guard. Are you sure? The threat. One thing at a time. As you wish. Oh, scheiße. Das war also eine schlechte Idee. Wir kommen da auch nicht mehr rein, kann das sein? Wir kommen da nicht mehr runter. Okay. Was ist denn hier passiert? Können wir eventuell... Jetzt ist der Aufzug da. Kann das vielleicht sein? Wir gehen da nochmal gucken. Können wir an dem Hebel was machen? Oh, flott. Nein. Oh, nein. Okay. Dankeschön fürs Dabeisein, Frau Reichenstein. Panic Room-Modus aktiviert oder so. Ja, das wirkt so, ne, dass Sicherheitsvorkehrungen angegangen sind und es ist Verstärkung gekommen. Die sind jetzt nicht mehr alleine im Raum. Der Nachteil ist, dass wir jetzt uns da unten nicht mehr umsehen können. Frage ist, ob wir anders hätten rauskommen können oder ob wir dann einfach wieder hätten hochgehen müssen und das triggern, aber wer hätte die dann gerufen? Also hier hätte es definitiv mehrere Wege gegeben, dieses Level zu verlassen. I don't have a choice. It's that or nothing. Come on. Ciao. Komm schon. Oh, da bleibt die Klappe oben. Habt ihr das gesehen? Genau, wir hätten mehr Informationen über den Verräter finden können, wurden gesehen und wir hätten den Tresor des Direktors vom Nachrichtendienst öffnen können. Wir haben keine Erfahrung dafür gekriegt. Ja. Weil wir quasi nichts gemacht haben. Aber das ist okay. Mich hätte wirklich interessiert, ob das hätte einen anderen Verlauf nehmen können. Aber wir leben jetzt erstmal damit. Und da geht's mit Galeb weiter. Wo ist Leisha? Gegen alle Widrigkeiten schafft Galeb es, aus seiner Zelle zu fliehen. Stanfords Spur führt ihn tiefer ins Herz der Basis. Er hat noch immer eine Chance, aus der Sache als Sieger hervorzugehen. Alter, den Stanford umzubringen, ne, wird richtig hart. So, hier sind wir. Disziplin. Zu wenig Erfahrungspunkte für den eisernen Willen. Das ist okay. Generiert einen Hunger weniger. Da liebäugel ich so ein bisschen mit.
Andererseits hätte ich auch gerne wirklich mehr soziale Punkte. Ba 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 ba. So viele Dinge. So viele Dinge. Ich habe das Gefühl, man muss sich hier fast auf eine Disziplin so ein bisschen konzentrieren, um mehr Punkte für Charakterfähigkeiten übrig zu haben. Aber wenn wir uns mit Stanford anlegen wollen, werden wir das brauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Den Rest sparen wir. SAD-Basis 32. Richtig unauffällig. Hat der einen Nachthemd an? Q-3. Stanfords Office, Reconciliation, Care Center und Bedrooms. Keller 3, Büro von Monsignore Stanford, Schlichtungsraum, Pflegestätte, Schlafzimmer. Stanfords Office ist auf diesem Floor. So. Brandwunden kann passieren, da wird sich garantiert niemand wundern. I didn't expect to find something like this here. Ich bin gespannt. Wo kommen denn die Oberlichter her? Die sind doch künstlich beleuchtet. Da kann mir doch keiner erzählen, dass hier Tageslicht reinfällt. Oder haben die da einen... Also... Wir sind im dritten Untergeschoss. Creature of the night. Just kidding. We don't see a lot of agents around here, especially in the middle of the night. Kurz dachte ich schon. Essenszeiten: Frühstück von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr, Mittag von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Frühstück bis 8.30 Uhr, seid ihr denn bescheuert? Abendessen von 8.30 Uhr, also von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr? Wahrscheinlich 18.30 Uhr. Die und ihre 18, ne? Na, wir müssen ja glücklich sein, dass es nicht 28.30 Uhr ist. Reinigungsplan, Zimmerreinigung von 10 bis 11. Reinigung der Gemeinschaftsbereich von 10 bis 11. Badezimmer von 11 bis 12. Datenbankaktualisierung 9 Uhr und 17 Uhr. Das heißt, wir haben bis 9 Uhr Zeit, bis Dinge von hier in die Datenbank gepusht werden. Das ist ja schon mal was wert. Auf zu labern. Ich gehe mich erstmal umgucken, bevor wir mit ihm reden, in der Hoffnung, dass wir vielleicht Informationen finden, die wir gegen ihn verwenden können. Was ist das da? Es war meine Ehre und ein Privileg, jemanden wie Sie kennenzulernen. Sie haben so viel durchgemacht, aber jetzt sind Sie eine Inspiration für andere. Das ist einfach unglaublich. Danke für alles. Wir sehen uns in einem anderen Leben wieder. Huma! Huma ist jetzt, hat offensichtlich seinem lasterhaften Leben entsagt. Und ist jetzt in die Arme der katholischen Kirche zurückgekehrt. Das ist schön für ihn. Vielleicht geht das Frühstück dann auch bis um 18.30 Uhr. Das wäre schön. Das fände ich angenehme Frühstückszeiten. 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr sind 12 Stunden mögliches Frühstück. Das finde ich nur gerechtfertigt. The decor is... Raumbüro sieht aus fast aus wie ein Hotelzimmer, ne? Nur ohne Bad.
24.07.21. Habe heute an Adam geschrieben. Es ist schwerer, als ich dachte. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass er es eines Tages alles liest. Ich weiß nicht, was mich davon abhält, in ein Flugzeug zu steigen und ihn zu besuchen. Ich weiß nicht einmal, ob er noch in unserem Haus lebt. Monsignor Stanford hat mir versprochen, er würde mir von ihm erzählen, sofern er ihn finden kann. Es geht ihm gut. Es muss ihm gut gehen. Ich würde es spüren, wenn es das nicht täte. 3 Tage später. Ich hatte wieder einen Albtraum. Tagsüber fühle ich mich besser. Ich denke weniger an sie. Aber nachts erinnere ich mich an die Zeit, die ich mit ihr verbracht habe. Die Reise quer durch das Land war die eindrücklichste Erfahrung meines ganzen Lebens. Jede Nacht dachten wir, wir würden nicht bis zur nächsten Nacht überleben. Und doch fanden wir jede Nacht einen anderen Weg, um es zu überstehen. Es war ein Abenteuer. Mit all den Herausforderungen und Zweifeln, die damit einhergingen. 1.8. Heute hat mir Frank erzählt, was er getan hat. Nein, es war nicht wirklich er. Es ist schrecklich. Ich wusste, zu was sie fähig waren, aber das ist wirklich unerträglich. Ich schäme mich. Ich schäme mich so sehr dazu, was ich zu bekommen, so sehr dafür, was ich zu bekommen hoffte. Ich muss mit Monsignore Stanford darüber reden. 4.8. Ich habe großen Respekt vor Monsignor Stanford. Jeden Tag kommt er zu uns und hört uns zu. Wenn ich mitten in der Nacht rufe, kommt er. Wenn ich weine, so tröstet er mich. Und gleichzeitig findet er noch die Kraft zu kämpfen. Er ist ein großer Mann. 16.8., also ungefähr 2 Wochen später. Heute habe ich Dr. Favarone getroffen. Ja, ich habe da schlechte Nachrichten. Hinter ihrem herrischen Äußeren verbirgt sich eine Frau mit einer unglaublichen Lebensgeschichte. Sie erzählte mir, was sie im Nahen Osten gemacht hat. Sie hat ihr Leben dem Ziel gewidmet, das Leben derjenigen zu verbessern, denen alles weggenommen wurde. Neben ihr fühle ich mich so klein und unbedeutend. Ich bin nur zur Demonstration gegangen und habe Transparente in meine Fenster gehängt. Ich habe nie mein Leben auf dem Schlachtfeld riskiert, um Verwundete zu versorgen. Ich habe mich nie einer Epidemie ausgesetzt, um Familien zu retten. Die Leute hier repräsentieren das Beste der Menschheit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es verdient habe, dass sie mir Aufmerksamkeit schenken. Ich habe solche Angst davor, sie zu enttäuschen. 21.8. Es ist immer derselbe Traum. Ich will nicht einmal mehr zu Bett gehen. Ich weiß, dass diese Visionen zurückkommen und mich verfolgen werden. Ich kann das nicht mehr ertragen. 1.9. Monsignor hat mir Neuigkeiten von Adam berichtet. Es geht ihm gut. Ich bin hin und her gerissen. Ich muss nachdenken. Aber wer ist ich? Der Mann da draußen? This bracelet looks old. There's an H engraved inside. Aha. The mortals are right to be inspired by her. Ah, sein nicht mehr Kind to be. Na, hier können wir das Schloss knacken, wenn wir wollen. Wir warten mal noch. Genau betrachten mit Schlussfolgern. The picture is in bad shape. It must not be recent. Aha, und was ist da drauf? There's a name on it. Adam. Aha. Irgendjemand hat möglicherweise ein Kind namens Adam, das er lange, lange, lange nicht gesehen hat. Der ist mit jemandem durch die Gegend gereist. Es könnte sein, dass es hier um eine schickes Kleidchen. Dass es hier eine Rehabilitationsstation für Ghule ist. Also für Sterbliche, die abhängig von Vampirblut sind. Da finde ich, da spricht einiges dafür. Als ich hier ankam, dachte ich, ich sei allein und das alles sei sinnlos. Aber wenn ich all denen, die nach mir hierher kommen, nur eines mit auf den Weg geben könnte, dann wäre es dies. Habt Vertrauen. Seine Seele zurückzubekommen ist eine unglaubliche Sache. Das ist es wert. Preston Thomas. Ich weiß nicht, wie mein Leben sein wird, aber ich weiß zumindest, wie es nicht sein wird. Ein langer, dunkler Weg voller Schuldgefühle und Gewissensbisse. Es kommt mir vor, als wäre ich erst gestern hier angekommen und doch muss ich diesen
Ort und diese Menschen, die mir so sehr geholfen haben, schon wieder verlassen. Ich hoffe, dass diejenigen, die nach mir kommen, ihren eigenen Weg finden werden. Anna Morg. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu begreifen, was Monsignor Stanford uns hier anbietet. Machen Sie nicht denselben Fehler wie ich. Vertrauen Sie ihm. Homer Köhl. Oder Homer Köhl, möglicherweise. Von Homer haben wir ja draußen schon was gelesen. Es sieht wirklich sehr wie ein Rehabilitationszentrum für Ghule aus.